Sehr geehrte Kunden, ich möchte Ihnen in diesem Video die neue Homepage einmal etwas detaillierter darstellen, damit Sie sich möglichst schnell zurechtfinden. Zunächst ist es so, dass wir wieder mit aktuell starten. Das heißt, wenn Sie unsere Homepage anwählen, starten wir in aktueller Form. Das heißt, wir haben vorne ein Übersichtsfeld. In diesem Falle sind das drei Themen, die hier hinterlegt sind. Das sind also drei Themen, die wir als aktuell definiert haben und die wir über einen gewissen Zeitraum drinnen lassen, die sich auch nicht so schnell verändern wie die Themen, die danach kommen, die zum Beispiel hier im unteren aktuellen Bereich sind, die sich teilweise täglich erneuern bzw. in wöchentlichen Abschnitten erneuert werden. Hier haben wir die übliche Vorgehensweise, wir können das Thema anwählen, können dann hier entsprechend klicken und haben die Möglichkeit, uns jetzt dieses Thema anzusehen und auch zu schauen, was hier für mich interessant ist. Interessieren mich die Bilder, interessiert mich ein Video, was zum Beispiel hinterlegt ist, dann kann ich hier entsprechend weitergehen, kann mir das Video anschauen. Es baut jetzt auf. Diese Videos sind natürlich mit YouTube vernetzt. Oder ich gehe auf die Bilder und schaue mir entsprechend die Bilder in der Mediathek an und kann hier entsprechend weiterblättern oder mir entsprechend das Video anschauen, um mich dann auf diesem Wege detailliert zu informieren. Wenn Sie sich zum Beispiel ein Thema unter Aktuelles angesehen haben, können Sie durch leichtes Scrollen nach oben jederzeit wieder auf die Startseite gelangen, indem Sie das HDT-Button betätigen. Dann haben Sie die Startseite und können jetzt zum Beispiel sagen, ich will mir die Mediathek anschauen, die Produkte anschauen, auf Energie und Umwelt gehen, Stallplanung, Referenzen bzw. Service und Unternehmen anschauen. Nehmen wir mal die Mediathek, wir gehen direkt in die Mediathek. Ein Klick auf die Mediathek macht dann ein Seitenfenster auf. Dieses Seitenfenster zeigt hier die verschiedenen Themen. Gehen wir zum Beispiel mal in das Thema Zuluft. Er wählt jetzt die Themen Zuluft, lädt entsprechend die Bilder und Videos der Themen Zuluft. Nehmen wir hier im ersten Bereich mal die Bilder. Da haben wir hier zum Beispiel das Thema Lochplatten und Zwischendecken. Sehen dann hier auch Rauchproben. Wir können also hier mal ein Bild aufmachen. Entsprechend wird dann ein Menü aufgemacht. In diesem Menü können Sie ständig hin und her springen und bekommen hier unten auch gleich die Erklärung, was wir dort im Bild augenblicklich sehen. Jederzeit wieder zurück. Dann zum Beispiel das nächste Thema. Da sehen wir übergeordnete Zuluftthemen, zum Beispiel Mischluftrahmen, Außenklappen. Diese Themen werden wir in nächster Zeit sehr stark aktualisieren und modernisieren. Immer zurück. Entweder über den Balken, den man nach oben schiebt, das direkte nächste Thema anwählt, oder um auf die Ausgangsseite, auf die Startseite zu kommen, können wir dann auf HDT klicken und sind dann wieder im Startfenster. Ähnlich verhält sich das Ganze, wenn ich den Menüpunkt Produkte öffne, wenn ich den Menüpunkt Produkte anklicke, bekomme ich hier eine Übersicht. In der Übersicht kann ich sehen die einzelnen Bereiche, Beispiele Abluft, Beispiele Zuluft, sehe dann hier Unterteilungen in verschiedene Reiter, kann zum Beispiel diesen Reiter betätigen und dann wechselt das Bild entsprechend auf das Thema, was wir hier sehen können, Seitenteile Zuluft. Seitenteile können dann direkt weitergehen zum nächsten Thema. Alles, was zu diesem Thema hier im Archiv ist, können wir dann direkt zum Beispiel Fehler beim Stallklima aufmachen. Die Seite wird geladen entsprechend. Und hier sehen wir dann den hinterlegten Artikel und können den entsprechend anschauen und betrachten. Wie bei den Bildern ist das Thema bei den Videos. Wir können also hier auf dieser Seite entsprechend die Videos zu dem Thema anwählen. Dann kommen hier unten Übersichtsbilder zu den einzelnen Videos. Die können die einzelnen Videos hier entsprechend sehen und anklicken. Nehmen wir mal dieses Video. Dann sehen Sie, es geht das entsprechende YouTube-Feld auf und das Video wird entsprechend dargestellt. Sie können das dann natürlich hier entsprechend vergrößern und wie üblich darstellen und sich anschauen. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Button Energie und Umwelt. Auch hier wieder nach Klicken des Buttons auf der linken Seite die Auflistung der Themen. Nach Wählen der Themen, zum Beispiel in diesem Falle Luft-Luft-Wärmetauscher, bauen sich unten entsprechend die Felder auf, Erklärungen, Bilder
Grafiken, verschiedene Funktionsschemen und natürlich wieder entsprechende Videos, die zu dem Thema gehören, die man natürlich auch über die Mediathek finden kann. Nehmen wir hier mal das Video des Wärmetauschers in der Produktion. So, es lädt etwas langsam. In Diepholz ist die DSL-Geschwindigkeit leider nicht so hoch. Und Sie sehen hier ein Bild aus der Produktion der Wärmetauscher bzw. ein Video aus der Produktion der Wärmetauscher. Im Bereich der Stallplanung können Sie entsprechend auf der linken Seite sehen, was für Themen wir haben. Unter anderem haben wir das Thema Planungsbeispiele, was ich hier schon mal geöffnet habe. Unter Planungsbeispiele können Sie dann gewisse Grafiken sehen. Sie können über diesen Button direkt zur Tochter Konzeptteam springen. Oder Sie suchen sich ein Thema, was Ihnen interessiert und können dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier diesen Stall mal sehen. Dann kann man den entsprechend runterladen. Ich habe das etwas abgekürzt, habe das schon mal gemacht. Und dann sieht man zum Beispiel in diesem Falle den Stall in einer 3D-Ansicht mit sämtlichen Details, der in diesem Falle auf der Seite hier in diesem Bereich die Ferkelaufzucht integriert hat und in dem hinteren Bereich den Mastbereich, die integrierte Wärmetauscheranlage, der Abluftkanal mit der Unterspaltenabsaugung und darunter der zentrale begehbare Zuluftkanal. Und liest die letzte Seite unser Unternehmen. Sie sehen hier den Button Unternehmen. Über den Button Unternehmen kommen Sie wiederum auf der linken Seite zu einer Übersicht. Hier sehen Sie die Anfahrt zu uns, eventuelle Jobs, die wir zu vergeben haben, natürlich den Vertrieb, Partner und Impressum. Können aber auch im unteren Bereich noch einiges über unser Unternehmen erfahren, können das entsprechend weiterlesen und sich diesen Bereich dann anschauen. Besonderheit haben wir uns für unsere Broschüre einfallen lassen. Sie können hier die Broschüre anklicken, dann lädt er die Broschüre in Form einer PDF herunter und Sie sehen dann diese Ansicht. In dieser Ansicht können Sie sich über die Tasten nach vorne und entsprechend nach hinten bewegen. Ein Thema, was Sie interessiert, nehmen wir mal diese Seite, können Sie hier seitlich als PDF anklicken und als PDF-Seite herunterladen und für sich ausdrucken. Eine Besonderheit bei dem Prospekt ist natürlich auch, dass Sie das Ganze auch blättern können. Das heißt, Sie müssen nicht klicken, Sie können auch blättern. So ein bisschen musste der Spieltrieb ja auch zufriedengestellt werden. Sie können bei uns natürlich nicht nur von unten blättern, sondern die Besonderheit ist auch, dass Sie von oben blättern können. Sie sehen schon, wir haben uns was einfallen lassen, um auch unsere Homepage für Sie interessant zu halten und immer aktuell zu halten. Das zum Thema Prospekt mit den aktuellen Informationen und Bildern. Selbstverständlich, hatten wir fast vergessen, sind wir natürlich auch direkt bei Facebook, Twitter und YouTube zu finden, indem Sie einen dieser Button anwählen, zum Beispiel über den Facebook-Button und können dann sich hier entsprechend über uns auslassen und natürlich nicht vergessen, den Gefällt mir-Button drücken. Ähnlich sieht es bei Twitter aus, auch hier entsprechend HDT-Anlagenbau vertreten und natürlich können Sie bei YouTube direkt unsere Videos sehen, können dann hier alle Anzeigen klicken und sehen dann entsprechend alle Videos, die hochgeladen werden. Die werden jetzt natürlich ständig aktualisiert und Sie können sich hier jetzt ein entsprechendes Video direkt bei YouTube anschauen. Klick auf den entsprechenden Button und das Video läuft los. Wir werden Sie auch hier zukünftig weiter informieren und mehr auf die Videotechnologie gehen, um Ihnen Beispiele aus der Praxis möglichst nahe zu bringen und Ihnen möglichst genau die Informationen zu geben, die Sie für Ihren Stallbau, Umbau etc. benötigen. Sicher, dass wir mit dieser jüngsten Aktualisierung unserer Homepage die Seite für Sie noch interessanter gemacht haben und hoffen, dass es Ihnen gefällt. Selbstverständlich sind wir für Tipps und Anregungen immer dankbar. Wenn Sie Themen haben, die Sie gerne bei uns auf der Homepage sehen möchten, melden Sie sich, schicken Sie uns eine Mail.
Wir können dann darauf eingehen. Sie können auch sicher sein, dass der Bereich Cartoon bei uns niemals zu kurz kommt. Die Homepage muss nicht nur informativ sein, das ist zumindest unsere Meinung, sie muss auch ein wenig humorvoll und sie muss auch ein wenig menschlich bleiben und nicht zu hochtragend. Ich hoffe, wir treffen auch Ihren Geschmack. Sollte Ihnen irgendwas nicht gefallen, wie gesagt, schicken Sie uns eine Mail. Wir werden sicherlich uns dieses Themas annehmen und das, was wir können, für Sie eventuell anders bzw. besser gestalten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß auf unserer Homepage.